Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu I am Fish. Das letzte Mal haben wir diesen süßen blauen Fliegefisch, Gleitfisch gespielt. Gleitgel. Deswegen schauen wir heute mal an, wie sich, passend zu Gleitgel, jetzt Puff, Isio anstellt in der Story. Und was wir mit dem so machen können. Der Vogel sieht schon mal geil aus. Ach, der entführt mich. Ah, ich hab dich erschreckt. Hurensohn! Oh, wir sehen den Goldfisch leuchten von hier. Oh ja, ich sehe ein Leuchten. Ich muss flüchten. Flüchten. Ja, flüchte. Also da muss man auch dumm wie ein Fisch sein, dass man rafft, dass dieses Leuchten von seinem Freund kommt. Er sieht cute aus, das muss man sagen. Interessant, wir können in zwei verschiedene Richtungen. Wir gehen mal in die Richtung, die erstmal nicht so offensichtlich aussieht. Das verstehe ich noch nicht ganz, aber anscheinend gibt es halt einfach manchmal zwei Wege, aber es macht hier keinen Unterschied. Das andere ist jetzt auch einfach damit verschwunden. It is how it is. Dann räumen wir mal die Treppe runter. Warte, kann ich... Ah, ich kann mich groß machen. Guck mal. Hallo, ich bin Manuel. Ich bin ein dummes Maskottchen. Okay, genug. Dann räumen wir mal langsam, lebensmüde, die Treppe runter. Oh, hier ist ein Loch. Ihr wisst, was das für mich bedeutet, liebe Leute. Zack, direkt rein. Da ist ein Brot. Ich bin tot. Da war ein Brot. Also da ist immer noch ein Brot. Schnell nach Luft geschnappt. Ich bin doch nicht tot. Anscheinend doch. Hä? Ich bin woanders hingekommen. Anscheinend sollen wir da doch runter. Aber ich wollte die Treppe nochmal runter. Bitte rette mich, Teppich. Oh, hat er wirklich getan. Jetzt können wir zum Brot rollen. Zum Glück ist hier kein Futternapf. Das bedeutet, hier ist keine fucking Katze oder Hund oder ein Bär. Das ist eine Bärentatze. Aber es ist nett, dass sie neben das Futter für das eine Haus hier auch das Futter für mich platziert haben. Sehr korall. Die Tür öffnet sich von selber, warum auch immer. Der Wind ist so stark. Es ist der Wind der Veränderung, der Wind des Wechsels. Der möchte mich und meine Freunde unterstützen. Können wir diese Leiter hochdingsen und dann uns in die Freiheit jeden auf diesen Apfel und... Geht nicht. Okay, wir rollen in den Tod gegen den Apfel. Wir haben gewonnen. Wir haben ihn überholt. Nicht mal eine Sekunde in dem Rennen und wir haben ihn abgezogen. Werden wir belohnt mit dem Tod? Ja. Hä? Ja, und jetzt? Der Apfel überholt uns. Wir sind wieder im Rennen. Kommen wir vor ihm im Wasser an. Erster. Alter. Okay, das war Absicht, dass wir da sterben. Ich wusste das nicht. Also ich wusste es schon so. Das wollte ich sagen. Ich wollte nur testen, ob ihr einen Herzinfarkt kriegt. Und wir haben trotzdem noch gegen diesen scheiß Drecksapfel gewonnen. Got him. Okay, der Fisch hier kann auch krass springen. Guck mal. Wow. Wundert mich, dass er überhaupt springen kann. Oh, was ein Skill-Move. Wenn wir fett werden, können wir uns übrigens nicht mehr bewegen. Oh. Aber wir können damit rollen. Aber jetzt kann ich nichts mehr drücken. Ich muss mich wieder dünn machen. Ich wünschte, abnehmen im richtigen Leben wäre so einfach. Aber es ist voll geil mit dem Rollen. Oh, oh. Ich glaube, wir hätten da nach links gekonnt, oder? Nee, da ist eine Fels. Ich habe euch verarscht. Und ihr seid drauf reingefallen. Got you. Da ist ein Brot. Da ist ein Brett. Da springen wir hoch. Oh. Können wir den Stein? Nee. Okay, wir müssen irgendwie mit der Gravitation mitschwimmen. Hilfe. Sind die Fische eigentlich wirklich so robust, wenn die sich so aufblasen? Kann Manu mir dann bitte auch öfter einblasen? Hahaha, war der gut, ich weiß. Hihi, Klaus, Sex, Penis! Das Level-Design hier ist auch geil. Wir rollen immer von einem Wassergebiet zu dem nächsten und fertig aus. Ansonsten wird hier nichts gemacht. Jetzt machen wir bestimmt den Rollo-Rollo des Todes! Hilfe! Aber wir müssen zwischendurch bestimmt ins Wasser. Ja. Wie die ganze Zeit. Das ist ärgerlich. Sind das Blumen? Das sind Blumen oder so. Ich habe das Gefühl, da gab es irgendwo Brot und ich habe es übersehen. Das wäre zumindest eine gute Stelle für Brot gewesen. Jawollo, das sind unsere ersten 5 Sterne. Endlich sind wir im deutschen System angekommen. Der Goldfisch, der wird ja nach dem Schweizer bewertet. Aber Puffy nach dem deutschen, zumindest das erste Level. Es kann sein, dass das wieder aufs Schweizer System im zweiten Level wechselt. Man weiß es nicht. Wir sind jetzt im Wald und im Wald. Es ist ganz schön kalt. Okay, das hat nicht so geklappt. Jetzt mit Anlaufrollen. Ich verstehe. Okay, aber ich hoffe, dass das nicht die ganzen Level sind. Weil wenn wir nur am Wald lang
oder irgendeinen Weg, der wirklich nur geradeaus ist, nur kurz vorm Wasser RB drücken und dann das hier, den anderen R-Knopf. Ja, dann habe ich schon mal Spannenderes gesehen. Not gonna lie. Aber abwarten. Vielleicht kommen ja auch noch Gegner. Was ist das hier? Wir sind einfach durchgerollt mit dem Lag. Ich habe nichts gesehen. Ihr auch nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war. Hier ist jetzt offen. Ich habe die Mut zur Lücke. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendein Wahlspruch von der AfD oder so. Das Ding ist, ich will euch ja auch was vom Level zeigen, aber bisher war ich die ganze Zeit das Gleiche. Aber vielleicht dann das dritte Level. Dann spielen wir das Spiel schneller durch. Jawollo. Ich muss sagen, ich finde das Level-Design per se, das, was ihr auch nicht seht, ist schon schön. So ist es nicht. Es erinnert mich sogar so ein bisschen an sowas wie Castlevania und so. Durch Wald und mysteriös und so. Ist ganz cool. Aber passiert halt gar nichts. Also das ist halt auch nicht schwer, aus dem Wasser zu springen und dann in der richtigen Sekunde... Was heißt in der richtigen Sekunde? Und dann R zu drücken, ne? Die Schultertaste. Müssen wir jetzt ernsthaft hier gegen den Baumstamm springen? Haben wir unser erstes Rätsel? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich tun soll. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Das Level wird wieder im Schweizer System bewertet. Was? Hä? Ja, wir können einfach von unten unsere Spezialfähigkeit aktivieren. Das wusste ich nicht. Warum wird mir das jetzt erst verraten? Und auch einfach so random. Ich bin schon die ganze Zeit an diesem Baumstamm dran. Das ist cool, auch wenn ich nicht verstehe, wie das genau funktioniert. Aber das ist nice. Das erklärt natürlich, wie wir da rüberkommen. Yay, ich bin Puffy. Fett. Geil. Kein Komma dazwischen. Roll, 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 roll. Alter, war das knapp. Brot haben wir übrigens immer noch keins gefunden. Ich frage mich, ob wir mit diesem Trick irgendwas in dem Level hätten vorher anders machen können, wenn wir das gewusst hätten. Aber ich glaube nicht, weil wir die Baumstämme ja gerade zum ersten Mal sehen. Aber vielleicht hätte man ja irgendwo lang gieten können. Oh, oh, das sieht mir schon wieder hier... Nein! Ist das unser erster Tod? It is... Also unser erster Tod im Spiel überhaupt. Nicht mal mehr in dem Level, sondern im Spiel überhaupt. Ja, das hier dachte ich mir schon, dass das hier... ultra knapp wird. Holla die Waldfee. Oh, da ist ein Glas. Und reingerollt. Oh nein, schon wieder so ein scheiß Glas. Oh, es kommen Gegner dazu, Leute. Nice. Es wird rot, aber ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Au. Ich bin groß, meine Augen gucken aus dem Glas. Ich bleib mal halt auch einfach unter den Bänken, ne? Ich weiß nicht, ob die hier überhaupt jagen können, wenn ich hier so geschickt drunter herrolle. Wait, die gehen voll auf das Glas drauf. Die machen das kaputt. Dann aber mal ganz fix wie jeder hier unter die Bank zum Speicherpunkt und tschüss, ihr Vögel. Ihr netten, kleinen Vögel. Ab ins Müllwasser. Endlich bin ich auch bei Manu zu Hause. Und jetzt gehen wir vom Manus Haus in Manus Mutters Haus. Sah kurz sauberer das Wasser aus, deswegen dachte ich, das wäre von mir. Aber krass, wie so ein kleiner Fisch eine ganze fucking Mülltonne bewegen kann, die auch noch mit Wasser gefüllt ist. Erstmal ranschieben am besten, ne? Perfekt. Ja, haben wir doch. Das ging ein bisschen schnell. Wir sehen unser erstes Brot, Leute. Was ist das für ein Soundtrack gerade? Ich weiß nicht, ob der Sound gerade verbuggt ist, aber... Hilfe! Ja gut, ob wir jetzt ein Brot oder kein Brot haben, ne? Wie sagt man so, eine 6 ist keine 6, ein Brot ist kein Brot, einmal 6 ist geil. Wait, what? Wo zum Fix sind wir eigentlich, dass da eine scheiß Waschmaschine ist? Es wird wieder Zeit zum Achterbahn fahren. Hui, hoffentlich treffe ich. Ich bin ein Gott, ich treffe immer. Goldene Blume, das Level ist mega lang. What the hell? Da ist noch ein Brot. Aber jetzt haben wir ein Brot nicht eingesammelt, weil ein Brot kein Brot ist. Jetzt können wir das nicht auch einsammeln, weil sonst hätten wir zwei Brote haben können. Wenn wir das eine jetzt einsammeln, dann hätten wir wieder das Problem von ein Brot ist kein Brot. Naja, dann halt ohne das Brot. Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Das war wirklich nicht der tiefste Fall. Also damit habe ich jetzt wirklich absolut gar nicht gerechnet. Und damit finden wir jetzt noch zu Wasser. Anscheinend, yes. Toll, noch ein Brot. Jetzt fühle ich mich langsam schlecht. Ich lasse es aber liegen, damit ich mich nicht schlecht fühlen muss. Ganz einfach, so macht man das heutzutage. Hey, und ab ins Levelende würde ich mal sagen. Alter, das Level war voll lang. Jetzt mal gut. Die Musik klingt jetzt auch wenigstens happy. Ist Zeit fürs Ende. Oh, wir sind bei neuen Fischen gelandet. Hallihallo. Das sind die ersten... freien Fische, die wir sehen, ne? Das ist ja cool. Und eine Angel! Wenn wir da nicht anbeißen können, dann weiß ich auch nicht. Ich habe angebissen!
Ganz ruhig, Bruder. Ganz ruhig. Hilfe, ich hab keine Luft. Was? Okay, anscheinend müssen wir kämpfen, anstatt ihn anfeuern. Jetzt haben wir sie gerissen. Wir machen uns mal einfach fett und drücken gar nichts. Vielleicht ist das genau die richtige Taktik. Und fall in die Eier! Ja, dann komm ich mal irgendwann da rein. Ich krieg irgendwann keine Luft mehr. Ja, also im Vergleich zum ersten Level war das ein langes Level. Junge, Junge, Junge. Aber gut, wir haben ein ganz neues Wertungssystem vom Planeten Mars. Da ist die goldene Mitte perfekt. Laut deren Bewertungssystem ist die Mitte halt das Beste. Und alles drunter ist halt leicht bis schwer, auffällig, schlecht. Und alles drüber ist leicht bis schwer, auffällig, angeberisch. Und das ist da nicht in der Gesellschaft gern angesehen. So viel dazu. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.